Ein ausgesetztes Kind in der Kölner Innenstadt wird jetzt zum emotionalen Einsatz für Marc Westerhofen und Dennis Mann. Hallo, gut, dass Sie kommen. Ja, wir sind auf dem Weg. Sie sind die Frau Vogel. Ja, genau, Judith Vogel, hallo. Erzählen Sie mal, was ist denn los? Ich habe ihn hier gerade gefunden. Ich arbeite hier vorne und wollte nach Hause fahren und habe ihn hier mutterseelenallein im Wagen gefunden. Ist keine Spur von der Mutter, von den Eltern. Ich habe schon ein paar Passanten gefragt, vorne bei den Autos geguckt, nichts ganz. Ich habe keine Ahnung, wie kann man sowas machen? Wer bist denn du? Du kannst wahrscheinlich noch nicht sprechen, ne? Ich guck mal gerade an dem Wagen, vielleicht finden wir hier irgendwas. Haben Sie mal reingeguckt irgendwie? Nee, ich habe jetzt... Das haben wir auf jeden Fall erstmal eine Decke, ne? Weil die sieht ja eiskalt hier drin aus. Verdammt nochmal, kann ja nicht sein. Guck mal, hier machen wir ein Hähnchen mal zu. Kerl, würde ich jetzt sagen. Guck mal hier vorne drin. Pempos drin. Und die haben den so gefunden, also ja, hier ist genau jetzt nicht so. Das dann irgendwie... Nichts, gar nichts, auch keine Leute dabei, er hat auch nicht irgendwie geschrien oder so, auch keine Wie lange sind Sie jetzt schon hier? Ein paar Minuten, so 15. Ein paar Minuten, 15 Minuten, ja, so. 15 Minuten. Ich kann es schlecht einschätzen. Und der stand die 15 Minuten... Ich guck mal gerade in die Jacke rein, weil die meisten schreiben in die Jacke von dem. Da steht auch nichts drin. Gar nichts. Okay, ja, gut. Da kommt's. Kommt jemand angelaufen? Guten Tag. Hallo. Hallo, sind Sie die Mutter? Ja, was ist los? Was ist? Wo ist denn Yannick? Oh mein Gott, wo das ist der Ihr Kind? Denn? Ja, das ist Ihr Kind. Das Wie heißt der Kleine denn? Nee. Sagt sie gerade Roman. Roman. Also die Dame sagt, sie steht jetzt seit einer Viertelstunde hier. Also das ist, Wie können Sie das machen? Und er war alleine? Ja, natürlich. Rufen Sie mal bitte Ihren Mann an. Ich verstehe es nicht. Dass wir den hier irgendwie mal... weil das ist Ihr Mann, Sie sind verheiratet mit dem. Das ist der Papa dann auch, ne? Genau. Okay. Ach Mensch. Das ist die Mailbox. Mailbox dann. Wo waren Sie jetzt gerade? Wo kommen ich Sie her? Ich war da hinten beim Doktor. Ich hatte einen Arzttermin. Schauen wir uns mal um hier. Ein liegen gebliebener Einkaufskorb lässt vermuten, dass der Vater des Kindes den Ort fluchtartig verlassen hat. Das ist das Portemonnaie von Ihrem Freund, Mann. Ja. Frau Vogel, Sie haben aber keinen gesehen, der vorher irgendwie da... Überhaupt nichts. Ich habe auch niemanden... Nee, gar nichts. Wie sieht Ihr Mann denn aus? Groß, schmal, gegelte Haare. Aber das ist definitiv Ihre Tasche, ja? Portemonnaie ist ja auch da drin. Er hat ja auch die Sachen eingekauft. Wären Sie so freundlich und würden die dann vielleicht an sich nehmen, mal gerade mal. Ja, wo kann der denn sein? Hundekacke. Oh ja, Vorsicht. Ja. Fest steht, dem jungen Vater muss etwas zugestoßen sein. Sonst hätte er niemals sein Kind zurückgelassen. Hier. Wären Sie noch mal so gut? Ja, natürlich. Das ist der Roman. Quatsch. Janik. Ja, ist der noch mal? Janik. Was haben Sie denn gemacht? Was ist denn los? Wo warst du? Wo ist Roman? Alles gut. Dem geht's gut. Dem geht's gut. Der steht da vorne im Kinderwagen. Wie geht's dir? Alles was super. Hast du gemacht? Oh, der Typ mit der roten Jacke. Welcher Typ mit der roten Jacke? Da hat jemand seine Frau ruhig, geschlagen. Ganz ruhig. Brauchen Sie einen Arzt? Weil Sie haben da ganz schnell einen mitgekriegt hier, ne? Ja, das tut auch nicht weh. Okay, alles klar. Erzählen Sie ganz in Ruhe. Was ist passiert? Was für ein Typ? Was für eine rote Jacke? Was ist da passiert? Auf dem Parkplatz war. Ich bin vom Kaufland raus mit dem Roman und den Einkauf und hab gesehen, wie ein Typ seine Frau geschlagen hat. Und bin dann dahin geeilt und wollte den abhalten. Aber das ging da hinten los. Haben sie gut gemacht, aber war wahrscheinlich nicht so die beste Idee. Aber okay. Dass der Herr Andersson hier Zivilcourage bewiesen hat, ich glaube, das steht außer Frage. Also dafür hätte er normalerweise einen Orden gekriegt. Aber ich muss dabei sagen, mit seinem Kind, das Kind hätte er ja auch in Gefahr bringen können, hat er einfach stehen gelassen, wollte allerdings der Frau auch helfen. Also wie gesagt, ziehe ich meine Kappe vor, unumstritten. Das Ding ist aber nach hinten losgegangen. Also ich wundere mich, manchmal laufen so viele Menschen rum und die hätten auch mit Sicherheit beherzt helfen können und eingreifen können, dass es nicht zu so einer Situation überhaupt kommt. Passen Sie auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir gucken uns jetzt erstmal ein bisschen um, wo der sein könnte. War der alleine mit der Frau gewesen? Wie geht's der Frau? Hat die auch Verletzungen gehabt oder was? Der hat die geschlagen. Okay, alles klar. Dann gucken wir uns jetzt mal an. Welche Richtung ist das denn gewesen? Der Parkplatz, der ist auf der Seite. Die sind irgendwo in die Richtung. Gegangen, weil wir haben den Roman auch mal da gefunden und. Das dann sind war aber da hinten. Okay, gut. Dann Sie kümmern sich gerade mal. Ja. Um Ihren Mann, nicht zu nah bei uns. Sie kommen ruhig mal in die Richtung mit, weil ich muss gleich mal wissen, ob das da der auch war, bevor wir jetzt die anderen festhalten, falschen und so, ne? Kommen Sie ruhig mal langsam mit. Alter. Das ist ein starkes Stück, ne? Zivilcourage. Dass er dann mit dem Kind dazwischen geht. Und der haut ihm auch noch einer rein. Rote Jacke mit Brille, kann ja nicht so schwierig sein. Guck mal, am Spielplatz mal gerade, haben wir da irgendwas?
Hier ist ja gar keiner. Da hinten ist einer mit einer roten Jacke. Guck mal, da haben wir ein Fahrrad. Nee, hat doch eine Mütze an. Eine. Der sieht doch nicht so aus. Keine Brille. Hat er gesagt, hier werden die lang? Hier wäre der Parkplatz. Dann müsste das ja hier in die Ecke sein. Guck mal, kann das sein, dass da vorne welche im Auto sitzen? Hier ist unsere rote Jacke. Das würde ja passen, ne? Gehst du mal rum? Brille? Ich geh mal von hier dran. Guten Tag, Polizei. Legen Sie mal auf. Guten Tag, der Herr. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, das möchten wir gerade mal gerne wissen. Sie sind. Was haben Sie denn da am Shirt dran? Ist das Blut? Das ist von meiner Freundin, die hat Nasen. Okay, ich will Ihre Hände sehen. Alles die Frau, ist gut. Ist das Ihre Freundin? Das ist meine Freundin. Kann die mal aussteigen? Sie bleiben am Auto, sodass ich Sie sehen. Andersrum drehen. Gucken ja, Sie mich an. Ja. Der Kollege kümmert sich darum. Sie bleiben erst mal stehen. Hast du ihn? Guten Tag. Steigen Sie einmal aus, bitte. Geht das soweit bei Ihnen? Sie haben Nasenbluten? Ja. Kommen Sie einmal raus. Sie haben aber nicht nur Nasenbluten, kann das sein? Sie haben auch noch ein Fältchen am Auge. Nee, es ist alles in Ordnung. Ich habe nur Nasenbluten. Und ich hatte eine Augen-OP. Das ist schon okay. Okay. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Sind Sie sicher, dass Sie nur einen... Weil das Problem ist, wir haben gerade die Meldung bekommen, dass eine junge Dame von einem Herrn, würde auf die Beschreibung von ihrem Partner, meinem Freund passen, geschlagen worden ist von jemand anderem. Also, es gefällt mir nicht ganz, wie Sie hier sind. Alles nur wegen dem blöden Scheiß Pfannkuchen. Wegen dem Pfannkuchen? Was ist denn passiert? Ich habe die Eier vergessen. Sie haben die Eier vergessen. Bleiben Sie mal hier. Ihr Mann kann Ihnen hier nichts tun. Bleiben Sie hier. Was ist denn passiert? Ich bin einfach nur zusammengedroschen. Der schreit einen an, der schlägt einen, der manipuliert einen. Anja, jetzt ist gut. Jetzt halt den Mund. Hast du ihn? Und stehen bleiben. Alles klar, alles gut. Wenn du was sagst. Stehen bleiben. So, Sie brauchen keine Angst haben. Alles gut, alles safe. So, und er hat Sie dann einfach geschlagen, weil Sie irgendwas vergessen haben. Er hat mich geschlagen, ich bin auch hingefallen. Boah, das, okay. Wenn wir nach Hause kommen, da kannst du schon was gefasst machen, ja? Ja, das werden wir dann sehen. Auto. Ich können Sie auch auf was gefasst machen. Beruhigen Sie sich. Der Mann kann Ihnen jetzt erstmal auf jeden Fall nichts mehr tun. Die junge Frau ist völlig verängstigt. Polizeioberkommissar Dennis Mann will dafür sorgen, dass der 32-Jährigen umgehend geholfen wird. Ich biete Ihnen jetzt Folgendes an. Ihr Mann lassen wir mal komplett außen vor. Sie fahren jetzt einmal mit uns mit, wir fahren mal zum Arzt. Wir lassen Sie einmal durchchecken, dass das alles in Ordnung ist. Und dann gucken wir, dass Sie nicht zurück nach Hause gehen. Dann gehen wir in ein Frauenhaus oder Ähnliches, dass Sie erstmal Abstand von Ihrem Mann haben. Und die können Sie auch beraten, wie man das Ganze macht. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich glaube, das mit dem Kerl hat für Sie nicht weiter Sinn und Zukunft. Sag mal, spinnst du? Was soll das? Kommen Sie mit. Sie bleiben, wo Sie sind. Du hast doch auch den Vater des Kindes zusammengeschlagen. Bist du völlig durchgedreht? Was soll denn der Blödsinn? Danke, das machen wir aber gleich. Das reicht jetzt langsam. Das machen wir aber später. Sie gehen am besten jetzt. Gehen Sie am besten mit dem Kollegen. Kommen Sie mit mir, Frau Sievert. Sie dürfen nach Hause fahren dann. Ihr Auto ist wieder frei. Ich nehme Sie mit jetzt, das ist ja wohl klar. Das können Sie mal versuchen. Dann müssen Sie an mir vorbei. Oh, ich bin verrückt. Erstens, zweitens, wegfahren. Jetzt sofort. Sie kriegen Post von uns und läuft so. Zweitens Zeigenlehrung gegen Sie. Wie im KV. Ne? Können wir noch sehen. Ja, können wir sehen. Suchen Sie schon mal einen Anwalt. Die Frau hat die Scheidung eingereicht.